So, liebe Leute, wir kommen vielleicht zum letzten Teil von Schlag den Raab. Raab gegen Mr. No Faces. Und ja, das ist jetzt ein Matchballspiel. Wenn ich jetzt gewinne, habe ich 62 Punkte. Und somit über die Hälfte von 120. Vielleicht ist das Match, also vielleicht ist der letzte Teil. Wissen wir nicht. Das nächste Spiel steht fest. Und es ist... Mini-Flitzer. Mini-Flitzer. Oh, das spielt man mit String. Da könnte ich gut sein, könnte ich schlecht sein, wer weiß. Wer spielt gleichzeitig? Wer schafft die Abwehr am schnellsten? Lass die Motoren warm laufen, gleich geht's los. Ich bin ein schwarzes Auto. Zu ungestüm. Da dachte Tom wohl, er könne sich so einfach absetzen. Ja, super. Nein! Oh, Glück gehabt. Uiuiuiui. Was ist los, Stefan? Sorgst du wieder freiwillig für etwas Spannung im Rennen? Ach, du Arsch. Stefan hat bereits die Hälfte geschafft. Du Arsch. Du Arsch. Du Arschauto. Nein, 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 nein. Ah, Himmel. Steht Stefan kurz vor einem weiteren Triumph? Was ist los, Stefan? Sorgst du wieder unfreiwillig für etwas Spannung im Rennen? Fahr halt zu, fahr. Nein, nein. Nein, nein, sei okay. Sieht es aus, als würde Stefan gleich einen weiteren Grand Prix gewinnen. Stefan war... Okay. Bisschen blöd angestellt, aber gut. Ich habe jetzt... verhindert, dass Stefan den Anschluss verliert. Ich habe jetzt lauter Matchbälle, also... Von dem her... Die vibrieren schon wieder. Eindrücke. Oh nein. Da muss ich mal was merken und ich weiß ja eh nichts. Zunächst erscheint ein Bild, danach bekommt ihr Fragen dazu. Wer zuerst sagt, darf antworten. Wir sehen einen Kleber. Der hat einen blauen Deckel. Einen Spitze, dann drei Fußmaler. Blau, gelb, grä ist her. Ein blauer Taschenrechner, der ist ein. Ein Schloss, ein grünes, zwei Bleistifte, mal lila, Dings, blau, grün, gelb, orange, rot. Ein Lineal, irgendwas anderes und ein Block. Lila, grün, blau, grün, gelb, orange, rot. Welche Farbe hatte der Schloss blau. Auf dem Bild? Ja! Okay. Wer damit spielen will, kann sie erstmal leise machen, dann kann er sich selbst merken, dann hört er mich nicht reden und danach kann er sie anhören, wenn er will und hören, was ich laber. Eine weitere Runde. Ein Sonnenbrühen, ein Brownie, ein roten Griff, heute Futzen ab den Höfel, ein roten Griff, ein Sonnencreme mit orangen Deckel und weißen Ding, ein Sprühflaschen, ein Fensterputzmittel mit blauer Deckel, ein Seestern, rosa, pink, blau, weißes Handtuch und so, sieht aus wie von einem Schiff, die Masten. Und irgendwas lag oben auf dem Handtuch. Ja, das weiß ich nicht mehr. Ein Seestern! Ich hab's ja auch noch gesagt. Ja, den Punkt hat er sich verdient, der Tom. Ui, wir haben blau, Gott, dein Fotzen, blau, Oppenhövel, blau, grün, gelb, rot. Wir haben
9 blaue, zusammen 2, 4, 6 grüne, so 3 so, ein gelbes so, 8 so und 4 rot, 4, 4. In welcher Reihe befanden sich die Holzkugeln? Dritte. Eine weitere Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Radl. Wir haben 1, 2, 3 Männer, eine Frau, 4 Kinder. Was weiß ich, ob das die zwei im Kinderwagen, ob das Mandel oder Weiberl sind. Wir haben. Der eine schaut aus wie ein alter Bub, der hat doch graue Haare, der Bub, auf dem vorderen Radl. Der hat doch graue Haare. Keine Ahnung. Wie viele Personen trugen kurze Hosen? Ja, ich den auf das. Vier, da die sagen. Aber keine Ahnung, ich rate nicht. Drei oder vier, fünf dann. Fünf. Ja, ich hab's noch gesagt, aber ich hab mich nicht getraut. Ich hab's nicht gewusst. Ich hab auf die kurzen Hosen aber nicht geschaut. Stefan, the Brain hat wieder zugeschlagen. Die Weiber. Also die eine hat einen Schal, die anderen drei nicht. Dieser lila Schal, die eine hat ein lila Oberteil, die rechte hat ein rosa Oberteil. Die eine hat ein gepunktetes, es gibt drei, also eine blonde, drei andere. Dann, die eine hat zwei Tüten in die Hände, die hat zwei und die hat zwei oder drei, weiß was ich. Keine Ahnung. Wie viele Einkaufstüten hatte das Mädchen mit dem pinken Oberteil in der rechten Hand? Zwei. Ha! Ich hab doch gesagt zwei. Eins noch, dann habe ich 500.000 Euro gewonnen. Toms Erinnerungsvermögen erweist sich als vorbildlich. Momentan die Führung für den Mann mit dem explosiven Gemüt. Oh mein, schaut der aus. Rothaarige. Fünf Geschenke. Das eine Geschenk ist orange, blau, pink, gelb hat eine kleine Schleife. Gelbes Geschenk mit silberner Schleife, rotes Geschenk mit silberner, gold mit rot und Dings mit Ding. Ja. Welche Farbe hatte das oberste Geschenk? Ach, das weiß ich nicht mehr. Mit Grog, glaube ich. Das weiß ich aber nicht. Tippen die anderen Spieler nun richtig, bekommen sie einen Doppelbonus. Ja! Aber pink, ja, war auch nicht, ja. Doppelbonus, aber nur für die nächste Runde. Wenn ich jetzt hier nicht richtig habe, dann habe ich eben. Dann ist der Bonus wieder weg. Das hat er sich aber auch verdient. Okay, was haben wir da? Ein Tank, also ein Kanister. Ein CD-Player, mit Kassettenplayer. Mit CD. Dann zwei Kanister. Roter und grüner Deckel. Drei Taschenlampen, vier Batterien. Streichhölzer, zwei Kerzen, eine Taschenlampe, vier Taschenlampen halt und drei Bixen. Drei Bixen, vier Batterien, vier Taschenlampen, Streichhölzer, zwei Kerzen, drei. Welche Farbe hatte die kleinste Taschenlampe? Ja, frag mich halt gleich, wie der Timbuktu heißt. Grün, das haben wir beide nicht gewusst, der Rab und ich nicht. Grün, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Stefan war mal wieder nicht zu bremsen. Ja, Stefan war nicht speziell, gar nicht geantwortet. Also wir haben Zitrone, nein, Limette. Das eine kann der Zitrone sein, dann Orangen, Brokkoli, Kartoffeln, Äpfel, was weiß ich. Birne, ja. Komische Äpfel sind Birnen, oder? Was weiß ich. Äpfel haben Birnen, da, was weiß ich, Zucker. Keine Ahnung, Paprik, ja, nein. Wie viele ganze Pfirsiche waren auf dem Bild zu sehen? Ja, zwei, glaube ich. Sauber. Ja, ich habe noch gesagt, jetzt gewusst hätte ich es. Aber ich war mir nicht sicher. Und eine weitere Runde. Oh mein. Und zwei, drei Pinsel. Ein Farbrollen. Vier Bixen mit Farb. Grün, blau, weiß, rot,
Teaser, also ein Klebeband, ein Meterstab und eine Blaupause. Die Griffe, gelb, orange, rot, blau. Welche Farben hatten die Baupläne im Hintergrund? Ja! Und das Spiel gewonnen. Mr. No Faces geht als halber Millionär nach Hause. Wenn ich mir Toms impulsive Gefühlsausbrüche so ansehe, mache ich mir Sorgen, ob er sich klappt, wenn er das Geld gewinnt. Gewonnen. Gewonnen. Jetzt vibrieren sie umeinander. Das war's, der Tom freut sich. Und ja, das war jetzt eine Runde, ich schlag den Rab auf normal mit mir. Ich hab's aufgenommen am Freitag, den, was haben wir denn heute? 16. Dezember 2011. Ich werde die Tage hochladen. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Am Samstag kommt der reale Schlag den Rab-Folge, die letzte in diesem Jahr. Und am Sonntag versuche ich spätestens, also frühestens, Sonntag rum, spätestens, frühestens, weiß ich nicht, versuche ich eben hier Schlag den Rab auf Profi zu machen. Und dann mal schauen, wie ich mich da schlage. Also dann, pfiat euch, liebe Leute. Das war euer Mr. No Faces. Und hier noch die Credits.